Willkommen in Potters Bluff. So, hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf Potters Bluff Reviews. Heute freut es mich ganz besonders, euch das vorzustellen, denn ich habe wieder was von John Carpenter im Angebot, und zwar John Carpenter's Anthology. Sein neues Album, das nicht aus neuen Liedern besteht, sondern aus Neuaufnahmen von seinen sämtlichen berühmten Themes. Hat er bereits zwei richtig neue Alben rausgebracht, Lost Themes 1 und 2. Und das ist jetzt unter dem Label Sacred Bones seine dritte Veröffentlichung. Und zwar die ganzen Lieder, also die ganzen Themes, die eingespielt wurden für die Konzerttour, die er gegeben hat, auf dem ich auch war. Ich war auf einem Konzert von ihm, was der absolute Oberhammer war. Der Sound war der Hammer. Und natürlich John Carpenter live zu sehen ist natürlich was ganz Besonderes. Hat natürlich auch noch ein Autogramm gegeben und so weiter und einen kleinen Handshake, was für mich natürlich der Wahnsinn war, weil es mein Lieblingsregisseur ist. So, genau. Das ist die Limited Deluxe Edition. Davon gab es nur 500 Stück. Deswegen würde ich auch wundern, dass das hier ein anderes Cover hat, denn hier ist nämlich so ein Warp-Around-Mantel drumrum sozusagen. Das hier ist das eigentliche Cover. Anthology. Das hier ist dieser Warp-Around-Mantel mit einem echten Wachs-Logo vom Label Sacred Bones, wie ihr sehen könnt. Mit dieser Schlange und dem Dreieck. Und eben 500 Stück. Ich habe hier Nummer 89 von 500. Ziemlich cool. So. Damit, am Ende gibt es auch noch hier dieses kleine Bonus-Sachen zu begutachten. Die zeige ich euch dann am Ende. Kommen wir neben dem Warp-Around-Sleeve erstmal zum Album selbst. Hier haben wir das Cover. Es ist ein Die-Cut-Cover. Also hier haben wir ein rausgeschnittenes Anthology. Gehen wir erstmal auf die Rückseite. Hier haben wir John Carpenter in der Mitte natürlich, sein Sohn Cody Carpenter und Jim Davis, Daniel Davis, sein Stiefsohn. Ja, hier haben wir auch die einzelnen Beteiligten des Albums aufgelistet. Hier Kompost bei John Carpenter, außer The Things natürlich von Morricone und Starman bei Jack Nietzsche, Layout und Design bei Jay Shaw. Hier haben wir die Trackliste. Und mit dem kleinen Extra, was ich euch gerade zeige, wird die auch noch ein bisschen erweitert. Ihr seht eigentlich, seine ganzen Haupt-Themes sind drauf. In The Mouth of Madness, Assault on Precinct 13, The Fog, Prince of Darkness, Vampires, Escape from New York, Halloween, Big Trouble in Little China, They Live, The Thing, Starman, Darkstar, Christine. So ähnlich war auch meistens die Playlist auf seinen Konzerten, soweit ich das mitbekommen habe. Bei uns war das auf jeden Fall auch ähnlich. Ja, 1974 bis 98. So, hier. Sehr schön. Also Darkstar ist auch drauf wahrscheinlich. Nee, Darkstar ist auch drauf. Sehr schön. So, hier haben wir dann das Inlay, das Inner Sleeve, was ich sehr cool finde. Das sind mit lauter Making-of-Szenen gemacht aus verschiedenen Filmen. Hier zum Beispiel Mouth of Madness, Assault on Precinct 13, hier ein paar Aufnahmesessions. Hier ist Big Trouble in Little China, ja, The Thing, haben wir hier sehen, Escape from New York. Sind noch ein paar Bilder dabei, die ich aus dem Buch schon kenne. On Set with John Carpenter von Kim Carl Gottlieb, die ersten Filme von John Carpenter begleitet hat als Stillfotografin. Ja, sehr, sehr nice geworden, finde ich. Und ja, hier Carpenter ohne Schnurrbart, auch mal interessant. Sehr krass. Ja, dann habe ich meine Farbe. Also da gibt es wieder ganz viele verschiedene Farben zu dieser Platte. Aber das ist die limitierteste, eben die Halloween-Orange-Farbe hier. Ist ziemlich cool geworden, ist, finde ich, wenn er mich fragt. Sehr cool geworden. Ja, gibt es, wie gesagt, in verschiedenen anderen Farben noch. Ich glaube, in, was gibt es noch? Antigott, Grün, in lauter verschiedenen Variationen. Könnt ihr euch alles ausmalen. Und ihr könnt dann praktisch selber entscheiden, wie ihr die Anthology hier ausfüllen wollt. In der Mitte. Also so rum oder mit den anderen Bildern eben. Je nachdem, wie ihr das haben wollt. Genau. Jetzt habe ich natürlich auch das Bonus versprochen. Da lege ich mal die Hauptplatte weg. Dann kommen wir jetzt zu diesem kleinen Kästchen. Das gab es nur in der Deluxe-Version hier. Bei allen anderen Releases wurde eins von diesen 12 neuen Logos für die Filmdesigns mit eingelegt und also so randommäßig eingelegt. Und ich habe hier alle 12 Drucke sozusagen. Und erst zeige ich euch hier noch diese Bonus-Single, die dabei ist. Eine 7-Inch-Single mit Bonus-Tracks von Body Bags, also dieser Anthology-Film von John Carpenter. Und Village of the Dam, March of the Children, also das Remake von John Carpenter von Dorf der Verdammten. Hier eine kleine 7-Inch in Schwarz. Finde ich ein cooles Bonus, denn diese Tracks werden meistens nicht so beachtet, weil es nicht so bekannte Filme von John Carpenter sind. So, legen wir das weg. Kommen wir zu den
Einzelbildern, das sind so Kunstdrucke, also die sind richtig toll, also das ist richtig, so richtig aus wie screenprinted, richtig stark aus. Könnt ihr mal mitraten, was das für Bilder sind? Das ist natürlich, ja, wer weiß es, na genau, Ossold, Anschlag bei Nacht. Und wir haben hier zu jedem Track auch noch einen kleinen Spruch von John Carpenter dazu, was ich ziemlich cool finde. So, Inhaltsangabe, also wie der Track entstanden ist und so weiter. Hier haben wir Obi, das ist natürlich das Einfachste, das ist die Leben, ne? Daylif. Und wie gesagt, zu jedem Ding könnt ihr hier lesen, was John Carpenter dazu meint. Das hier. Genau. Big Trouble in Little China. Genau, hier mit Porkchop Express. Also nicht das Lied von Big Trouble in Little China, sondern dieser Anfangstrack, als Kurt Russell mit seinem Truck angeballert kommt. Diese Armbrust, sollt euch ein was sagen, genau. John Carpenter's Vampires. Santiago. Sehr schön geworden. Dieser Schlüssel mit dem umgedrehten Kreuz sollte euch natürlich auch eins verdeutlichen, genau. Fürst der Dunkelheit, Prince of Darkness. Sehr schön. Dann haben wir hier Escape from New York. Oh, falsch rum, sorry. Da wisst ihr natürlich, was es ist. Aber das ist auch ziemlich einfach hier. Auch eine coole Idee gewesen, ne? Escape from New York. Die ganzen Notes durchlesen. Das ist natürlich ein bisschen Lovecraftian hier geworden. Da weiß man gleich, welcher Film das ist. John Carpenter's bester Film aus den 90ern. In the Mouth of Madness. Die Mächte des Wahnsinns. Das ist auch ziemlich einfach. Christine. Das hier wusste ich nicht gleich, aber dann habe ich mir gesehen, dass das hier aufgepumpt wurde. Da war es natürlich Dark Star, finsterer Stern. Da hat auch nicht so viel dazu zu sagen. Ich glaube, Dark Star ist ein bisschen genervt, dass er darauf noch angesprochen wird. Aber egal. Ich finde auch toll, wie Carpenter ist immer so lustig. Also er nimmt sich nicht zu ernst, weil viele Filmemacher nehmen sich viel zu ernst. Er weiß seine Platz in der Geschichte, aber er reitet jetzt auch nicht drauf rum. Hier haben wir natürlich The Fog mit dem abgetrennten Piratenarm. Und das hier ist natürlich obereinfach. Das ist natürlich Halloween. Das hier ist Starman. Das ist natürlich auch einfach zu erkennen. Das ist von Jack Nietzsche komponiert und nicht von John Carpenter selbst. Und das ist natürlich The Thing von Morricone komponiert. Ja, das waren die 12 Art Cards noch dazu. Und die Single. Und wenn ihr es erkannt habt, hier natürlich auf diesen Warp-Around lief, das es auch nur in dieser 500er Auflage gibt, mit dieser Halloween-Farbe. Da sind alle Logos nochmal außenrum auch designt. Ja, das war's auch schon, so John Carpenter Anthology Limited Collector's Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid bestimmt auch solche Fans von Carpenter's Themes wie ich. Holt euch dieses Album, ist echt cool. Die neuen Einspielungen sind echt klasse, mit viel Gitarren und so Zeug, richtig cool gemacht. Und wer mal ein bisschen Abwechslung haben will zu den alten Soundtracks, der kann das hier mal dazwischenlegen. Ist auch cool für die Autofahrten und so, immer nachts, bei Nachtfahrten ist das immer sehr cool. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Leben, geht ins Kino und hinter euch ist Christine. Passt.